Herzlich willkommen zum ersten Online-Pilates-Kurs. Ich bin Jana und ich freue mich jetzt mit euch die nächsten 30 Minuten unseren Körper zu straffen, unser Körpermitte zu kräftigen und unsere Beweglichkeit zu verbessern. Okay, kommt dafür einfach in meinen hüftschmalen Stand, also bringt eure Fersen unter eure Hüfte, deine Schulter nach hinten unten, nimm deine Hände einmal an deine Beckenkämme und komm in die Beckenschaukel. Also beweg dein Becken einmal durch, kippen und aufrichten und versuch dabei mal wirklich dein Schambein und dein Bauchnabel zueinander zu ziehen und voneinander zu entfernen. Atme dabei ganz locker tief ein und aus. Bleib auf den Füßen feststehen. Und dann bleib beim nächsten Mal in der Mitte. Das ist die neutrale Position. Versuch jetzt mal deine Rippenbögen zu schließen. Dein Schambein und dein Bauchnabel wieder leicht zusammenziehen. Wie wenn du das Gefühl hast, du machst eine leicht zu enge Hose, machst du den Reißverschluss zu. Und dann atme mal tief durch die Nase ein. Leicht geöffneten Mund aus. Tief einatmen und lang ausatmen. Versuch richtig tiefe Atemzüge zu machen. Versuch dich in die Länge zu ziehen. Mach dich richtig groß. Und das Wichtige ist, mach immer dein Tempo, dein Atemrhythmus. Und komm beim nächsten Einatmen mal auf die Zehenspitzen. Halte deine Balance. Komm mit der Ausatmung tief. Versuch deine Körpermitte zu halten. Die Rippenbögen bleiben geschlossen. Bauchnabel nach innen gezogen. Halte beim nächsten Mal. Bleib oben im Zehenstand. Nimm nur die Arme tief, ausatmen, einatmen. Zieh deine Sitzbeinhöcker zueinander. Halte deine Länge. Und noch einen Atemzug. Und beim Ausatmen dann wieder tief. Gut, heb deine Arme, atme ein, geh den Spine-Twist, atme aus. Zieh deinen Ellbogen nach hinten, schau deinem Ellbogen nach. Und guck mal, dass dein Becken möglichst nach vorne gerichtet bleibt. Bauchnabel nach innen gezogen. Einatmen vor, ausatmen, Twist. Noch zwei Atemzüge. Nimm die Arme tief, atme wieder ein. Komm jetzt in die Seitneigung, in die Mermaid. Zieh dich in die Länge, halt deine Körpermitte fest. Atme ein und atme aus. Und guck mal, dass du einen festen Stand hältst, deine Füße gleichmäßig belastest. Und auch hier noch zwei Atemzüge. Sehr gut. Okay, heb dein rechtes Bein einmal an. Genau, mach dich richtig groß, zieh dich in die Länge. Und dann kreis mal dein Bein. Atme ganz locker weiter. Wechsel nur einmal die Kreisrichtung. Und halte wieder. Gut, jetzt atme ein. Nimm die Arme über Kopf. Atme aus, nimm das Bein nach hinten, komm in so eine Standwaage, die Arme seitlich. Wieder über Kopf einatmen, Knie heben, ausatmen. Und versuch mal die Länge in deiner Wirbelsäule zu halten. Tiefe Atemzüge. Und
bleib beim nächsten Mal in der Standwaage. Nimm die Hände an die Hüfte, senke dein Bein, atme ein, heb dein Bein an. Ausatmen tief. Zieh deinen Bauchnabel nochmal bewusster nach innen. Blick auf den Boden, lange Wirbelsäule. Nimm bei deiner nächsten Einatmung deine Arme mit dazu. Einatmen, heben, ausatmen, senken. Beim nächsten Mal halte oben. Mach dich nochmal richtig lang. Daumen zur Decke, Swimming Arms. Ganz schnelle Arme. Atme locker ein und aus. Und halte deine Stabilität. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann löst. Komm auf beide Füße. Richte dich auf. Heb dein linkes Knie an. Halte deine Balance. Und komm wieder in die kreisenden Bewegungen. Zieh deinen Bauchnabel bewusst nach innen. Atme ganz locker. Wechsel die Kreisrichtung. Sehr gut. Dann halte dein Bein wieder. Nimm die Arme. Atme ein. Streck dich. Atme aus. Standwaage. Wieder euer Tempo und versuch wieder deine Länge zu halten. Blick auf den Boden. Wenn du in die Standwaage gehst, letztes Mal, halte dann wieder. Nimm die Hände dann nochmal an die Hüfte. Senke dein Bein, atme ein, heb es. Wieder tief. Zieh nochmal bewusster den Bauchnabel nach innen. Schulterblätter zusammen. Und dann nimm auch hier bei deiner nächsten Einatmung die Arme nochmal mit. Heben ein, senken aus. Und halte oben. Komm nochmal in die Swimming Arms. Ganz locker weiteratmen. Versuch dich zu stabilisieren. Und noch ein Atemzug. Gut. Okay, sehr gut. Dann stellt euch so, dass ihr eure Matte vor euch habt. Genauso ins hintere Drittel in etwa von eurer Matte. Und deine Schulter nochmal nach hinten unten. Atme tief ein und roll dich mal bei deiner Ausatmung Wirbel für Wirbel ab. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Und wenn du unten bist, einfach mal für einen Moment richtig schwer aushängen lassen. Kopf, Schultern, Arme, lass alles hängen. Versuch aber mal, deine Kniekehlen zu öffnen, dein Steißbein nach oben zu schieben Richtung Decke und das Gewicht ein bisschen mehr auf den Vorderfuß zu verlagern. Spür die Länge in deiner Beinrückseite und nimm dir einfach noch ein, zwei tiefe Atemzüge. Und dann beug deine Knie etwas, bring die Hände auf den Boden, lauf nach vorne und komm in den Vierfüßler. Bring deine Hände jetzt direkt unter deine Schultern, fächer sie breit, Mittelfinger nach vorne. Stell deine Fußspitzen auf, zieh aktiv deine Schulterblätter weg von den Ohren. Zieh deinen Bauchnabel nach innen und zieh die Sitzbeinhöcker zueinander. Atme ein, heb die Knie leicht vom Boden an. Atme aus, senke sie etwas, aber nicht ganz abstellen. Leicht anheben, einatmen, langsam tief aus. Achte auf deine Schultern. Versuch sie wirklich von deinen Ohren wegzuziehen. Tiefe und lange Atemzüge.
und die Länge in deiner Wirbelsäule. Halte sie. Noch zwei tiefe Atemzüge. Dann bring die Knie wieder auf den Boden. Komm einmal in den hohen Kniestand. Ich drehe mich einmal zu euch nach vorne. Heb deine Arme an. Atme ein, atme aus. Geh wieder in den Spine Twist. Dreht euch wieder weit aus eurer Wirbelsäule heraus. Kopf dreht mit. Und dann Feder dreimal. Atme dabei dreimal kurz. Lang ein, dreimal kurz aus. Leicht geöffneter Mund. Noch zwei Atemzüge. Okay, komm zurück in den Vierfüßler. Nimm die Hände unter deine Schultern. Stell dein rechtes Bein nach hinten und dein linkes Bein. Komm in den Plank, in den Stütz. Schulterblätter weg von deinen Schultern. Zieh deinen Bauchnabel nach innen. Jetzt dürft ihr aber beide Knie einmal absenken. Genau, haltet eure Länge. Atme ein, hebt das rechte Knie und das linke. Atme aus, bring die Knie zurück auf den Boden. Starte jetzt mit links. Heben ein und senken aus. Dann wieder mit rechts beginnen. Und versuch mal wirklich nur deine Knie vom Boden zu lösen. Die Länge wieder zu halten. Deine Schultern weg von deinen Ohren. Und zieh noch bewusster den Bauchnabel nach innen. Wenn du möchtest, heb beide Knie gleichzeitig. Einatmen und aus. Nur als Option, sonst bleib in den einzelnen Beinen. Drück deine Hände nochmal richtig fest in die Matte. Und die letzten vier Atemzüge. Vier habt, komm wieder, diesmal in den Fersensitz. Also setz dich auf deine Fersen ab, heb deine Arme wieder in die Vorhalte, atme ein, diesmal den gestreckten Arm nach hinten öffnen, einatmen, ausatmen. Versuch jetzt noch weiter zu öffnen, die Brust zu öffnen, der Kopf dreht mit. Bleib mit deinen Sitzbeinhöckern fest auf deinen Fersen. Die letzten zwei. Sehr gut. Okay, wir gehen ein letztes Mal nochmal in den Stütz. Komm erst in den Vierfüßler. Dann nochmal in den Stütz. Die Beine lang nach hinten. Schieb deine Fersen nach hinten, öffne die Kniekehlen, Schulterblätter weg von den Ohren, Bauchnabel nach innen. Jetzt bei deiner nächsten Einatmung, heb dein rechtes Bein, streck die Fußspitze, ausatmen, abstellen, anderes Bein, einatmen und aus. Und halte die Stabilität, das heißt dein Becken, möglichst ruhig. Halte die Länge, Blick auf den Boden. Wenn es dir zu schwierig wird, geh optional wieder eine Stufe zurück. Ja, beide Beine heben oder im Wechsel wieder rechtes und linkes Bein. Versuch jetzt die Option zu finden, die für dich passt und mach noch vier tiefe Atemzüge. Bring deine Knie auf den Boden, geh langsam im Push-Up tief. Leg dich ganz langsam ab am Boden. Bring deine Hände unter deine Stirn. Entspann deine Schultern, atme tief durch. Und dann richte dein Becken auf. Zieh dein Bauchnabel wieder bewusst nach innen. Zieh deine Sitzbeinhöcker zusammen.
wie wenn du das Gefühl hast, dein Po wird ganz fest. Und dann atme ein und heb dein rechtes Bein vom Boden an. Atme aus, wieder ablegen. Andere Seite, heben ein, ablegen aus. Versuch wieder ganz viel Länge in deinen Körper zu bringen, dein Bein. Wie wenn dich jemand an deiner Fußspitze in die Länge zieht. Dein Bauchnabel fest nach innen gezogen. Jedes Bein noch zweimal. Und dann leg die Beine am Boden ab. Jetzt nimmst du einen Arm nach vorne. Rollst dich in die Seitlage. Legst den Kopf ganz entspannt auf deinem Arm ab. Die freie Hand kannst du erstmal vor deinem Körper aufstützen. Mach dich wieder richtig lang und schau mal, dass unter deiner Taille eine kleine Lücke entsteht. Wenn du deinen Körper fest anspannst, Bauchnabel, Po, kleine Lücke unter der Taille. Und dann atme ein, heb dein oberes Bein, ausatmen tief. Jetzt schau mal, dass du das Bein nur so weit anhebst, wie du merkst. Du kannst dein Powerhouse richtig fest und stabil halten. Und die Lücke unter deiner Taille verändert sich nicht. Wenn du das ganz gut halten kannst, nimm den Arm zur Decke. Und dann halte oben, kreise dein Bein. Wenn es zu wackelig wird, nimm die Hand wieder vor deinen Körper und atme locker. Wechsel die Richtung. Sehr gut. Leg dein Bein ab, roll dich zurück in die Bauchlage. Lass die Arme gestreckt, beide Arme nach vorne. Blick auf den Boden, aktivier dein Powerhouse. Zieh dein Bauchnabel nach innen. Zieh deine Sitzbeinhöcker zusammen und jetzt mit deinen Armen auch hier heben, einatmen, senken, ausatmen. Versuch die Länge wieder zu halten, die Beine dürft ihr ganz entspannt am Boden liegen lassen. Halte auch die Länge in deiner Halswirbelsäule und zieh mal nochmal bewusster den Bauchnabel nach innen. Und die letzten zwei Atemzüge. Und dann lasst ihr den anderen Arm über Kopf. Ihr rollt euch einfach einmal in die andere Seitlage. Ich wechsle kurz die Seite. Zieht euch wieder richtig lang. Denkt wieder an die kleine Lücke unter der Taille. Heb einatmend wieder das obere Bein. Senken, ausatmen. Und wenn du magst, löse auch hier wieder die Hand vom Boden. Streck den Arm zur Decke. Und atme ganz bewusst weiter. Tiefe Atemzüge. Sehr gut. Halte oben. Komm nochmal in die Leg Circles. Kleine Kreise. Wenn es zu wackelig wird, könnt ihr auch die Hand wieder optional vorm Körper aufstützen. Und ihr dürft einmal die Kreisrichtung nochmal wechseln. Sehr gut. Okay, legt euer Bein ab. Roll dich wieder zurück in die Bauchlage. Lass die Arme gleich gestreckt nach vorne. Daumen zur Decke. Aktivier dein Powerhouse. Blick auf den Boden. Atme ein. Heb mal den rechten Arm und das linke Bein. Und dann komm in die Swimming Arms. Swimming Legs. Ganz schnelle Arme und Beine. Und die Körpermitte wieder möglichst ruhig. Versucht locker zu atmen.
Noch zwei tiefe Atemzüge. Streck dich nochmal. Und wenn du die hast, bring deine Hände unter deine Schultern. Drück dich einmal nach oben. Setz dich einmal ganz kurz nach hinten in die Kindspose. Nimm dir zwei, drei tiefe Atemzüge Pause. Und komm dann mit deiner nächsten Einatmung wieder nach oben. Und dann dürft ihr wechseln. Kommt einmal ins Sitzen. Genau, stellt eure Füße hüftschmal auf. Nimm die Arme nach vorne, versuch dich wieder richtig lang zu machen. Atme ein und atme aus. Komm allein einmal in die C-Kurve. Das heißt, du ziehst deinen Bauchnabel bewusst nach innen, rundest deinen unteren Rücken und zieh mal deine Sitzbeinhöcker zusammen, dass du den Beckenboden aktivierst. Atme ein, heb den rechten Arm, mach einen Kreis, atme aus. Linker Arm tief einatmen, Abwärtskreis ausatmen. Und du bestimmst, wie tief gehst du hier in die C-Kurve. Testet für euch so ein bisschen aus, wo könnt ihr es gut halten, wo habt ihr eine gute Stabilität. Ansonsten geht ihr einfach wieder ein Stückchen weiter nach oben. Und beim nächsten Einatmen nehmt mal beide Arme, großer Armkreis. Wenn es zu schwierig wird, wechselt wieder. Zieh nochmal bewusster deine Sitzbeinhöcker zusammen. Und noch zwei tiefe Atemzüge. Sehr gut. Okay, richte dich auf. Öffne deine Beine jetzt ganz leicht gekrätscht. Nimm deine Hände einmal an deinen Hinterkopf. Atme tief ein. Atme aus, dreh dich, komm wieder in den Twist. Zur Mitte ein, zur anderen Seite aus. Und guck mal, dass sich deine Beine jetzt gar nicht groß verändern von der Länge. Dass du nur aus deiner Wirbelsäule drehst. Macht euch wieder richtig groß. Und schaut mal, ob ihr noch einen Millimeter vielleicht weiter drehen könnt. Jede Seite noch einmal. Gut, okay, Füße nochmal aufstellen. Atme wieder ein, komm wieder mit der Ausatmung in die C-Kurve. Halte wieder an dem Punkt, entspann deine Schultern. Atme ein, streck dein rechtes Bein. Abstellen, ausatmen. Andere Seite. Während du das machst, wieder bewusst den Bauchnabel nach innen. Sitzbeinhöcker zusammen. So aktivierst du wieder mehr deinen Beckenboden. Und wenn du möchtest, probier mal beide Beine gleichzeitig anzuheben. Probier es aus. Wenn es zu viel wird, wechsel wieder in die einzelnen Beine. Achtet nochmal auf entspannte Schultern und noch vier tiefe Atemzüge. Wenn ihr die habt, dürft ihr die Füße wieder aufstellen. Kommt nochmal in die leichte Grätsche. Richtet euch auf, drückt die Sitzbeinhöcker in die Matte, atmet ein. Atmet aus. Wir drehen uns und beugen uns jetzt nach vorne. Bring mal den Ellbogen Richtung Oberschenkel. Aufrichten, einatmen, drehen, vorbeugen aus. Und versuch dabei aber die Sitzbeinhöcker in die Matte zu drücken. Dass du das Gefühl hast, der Po hebt nicht von der Matte ab.
Ellbogen weit nach außen. Mach jede Seite ein letztes Mal. Sehr gut. Okay, dann dürft ihr euch so setzen, dass ihr die Matte hinter euch habt, dass ihr ein bisschen Platz habt. Streckt die Beine lang aus. Heb deine Arme, atme ein, atme aus. Geh in den Rolldown. Versuch dich mal Wirbel für Wirbel abzulegen. Den Blick zum Bauchnabel zu halten. Und wenn du liegst, leg den Kopf ab, leg die Arme neben dich und stell deine Füße hüftbreit auf Richtung Gesäß. Zieh deinen Bauchnabel nach innen. Und mit der nächsten Einatmung heb mal beide Füße vom Boden. Bring die Knie über der Hüfte. Und mit der Ausatmung senke die Füße wieder Richtung Boden. Einatmen, Knie über die Hüfte. Ausatmen, die Füße Richtung Boden. Und geh nur so weit tief, wie du merkst, du kannst es gut halten. Du kannst die natürliche Schwingung deiner Wirbelsäule halten. Deine Schultern bleiben entspannt. Zwei Atemzüge. Und dann dürft ihr die Füße wieder am Boden aufstellen, hüftbreit, Bauchnabel wieder nach innen ziehen. Roll dich einatmend in die Schulterbrücke, Wirbel für Wirbel langsam aufrollen. Und wenn du oben bist, halten, ausatmen, spann alles gut an, zieh dein Bauchnabel nach innen. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein. Strecken zur Decke, ausatmen, abstellen. Das gleiche mit dem anderen Bein. Deine Hüfte bleibt oben. Deine Hüftknochen parallel zueinander. Spann dein Po so richtig fest an. Zieh dein Bauchnabel nach innen und lass deine Rippenbögen vor allem geschlossen. Atme bewusst ein und aus. Strecken ein, abstellen, ausatmen. Wenn du die Füße wieder am Boden hast, atme wieder ein, streck die Hüfte dann nochmal und atme aus. Roll dich Wirbel für Wirbel ab. Okay, komm mit deiner nächsten Einatmung. Bring die Knie wieder über die Hüfte. Strecke jetzt deine Beine und komm ausatmend. Senkst die Beine langsam ab. Einatmen, ranziehen und strecken. Ausatmen, absenken. Mach eine runde, fließende Bewegung draus. Und senk die Beine wieder bis zu dem Punkt, wo du merkst, du kannst es gut halten von deinem Powerhouse. Deine Schultern bleiben entspannt. Und jetzt versucht nochmal gut euer Powerhouse zu aktivieren. Und jeder für sich nochmal vier tiefe Atemzüge. Testet nochmal, vielleicht könnt ihr die Beine noch ein bisschen mehr absenken. Habt, dürft ihr die Füße nochmal am Boden abstellen. Zieh deinen Bauchnabel nochmal bewusst nach innen. Atme ein, roll dich für eine letzte Übung nochmal hoch in die Schulterbrücke. Langsam aufrollen, oben halten. Aktiviere dein Powerhouse nochmal gut. Zieh deinen Bauchnabel bewusster nach innen. Nächste Einatmung, Bein nochmal strecken. Und dann absenken, auf Höhe deines anderen Oberschenkels. Strecken, einatmen, absenken, aus. Und beim dritten Mal stellst du das Bein wieder ab. Wechselst die Seite.
Schau wieder, dass deine Hüfte oben bleibt. Dein Po richtig fest angespannt. Und wenn du jede Seite zweimal hast, dann dürft ihr beide Füße wieder am Boden abstellen. Bleib aber in der Schulterbrücke. Streck die Hüfte nochmal, atme ein. Komm mit der Ausatmung wieder langsam tief, Wirbel für Wirbel. Okay, dann zieh beide Knie einmal zu dir heran. Mach dich so richtig klein. Kreis die Knie etwas. Okay, dann mach dich klein. Heb deinen Kopf an und komm mal in so ein kleines Rollen über deine Wirbelsäule. Mach dich so richtig rund. Und mit jedem Mal komm so ein bisschen weiter nach oben, dass du irgendwann im Sitzen bist. Noch einmal. Dann dürft ihr oben bleiben. Gut, okay. Dreh dich einmal, komm in den Vierfüßler. Stell deine Fußspitzen hinten auf. Aktiviere dein Powerhouse, atme ein und komm in das umgedrehte V. Wir schieben unsere Hüfte zur Decke. Versuch deine Knie zu strecken, die Fersen abzusenken und öffne mal die Brust. Versuch mal bei jedem Ausatmen, die Brust mehr noch zu deinen Knien zu schieben und bilde ein umgedrehtes V. Zieh dein Bauchnabel bewusst nach innen. Mit der nächsten Einatmung lauf mal zu deinen, mit den Händen zu deinen Füßen, mit gestreckten oder mit gebeugten Beinen. Und komm mit der nächsten Ausatmung, dürft ihr euch langsam nach oben aufrollen. Genau, kreist nochmal eure Schultern, atmet nochmal ganz tief ein und aus. Sehr schön. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche Montag um 18 Uhr wieder mit dabei. Mir hat es Spaß gemacht. Danke euch beiden und macht's gut und bleibt vor allem gesund. Bis dann.
Okay, herzlich willkommen zum zweiten Workout von zu Hause aus, beziehungsweise hier aus dem alten Zollhof. Mein Name ist Jakob, ihr kennt mich vielleicht aus dem Rückgrat in Stühlinger. Und ich habe während meines dualen Studiums auch eine Vinyasa-Yoga-Ausbildung gemacht. Und das Vinyasa-Yoga will ich euch heute ein bisschen näher bringen. Wir machen das Ganze heute für 30 Minuten lang. Normalerweise geht so eine Stunde 60 bis 90 Minuten, deswegen beschränken wir uns heute einfach auf den Kern des Ganzen und das sind die Sonnengrüße. Die will ich euch heute einmal näher bringen. Das Vinyasa-Yoga ist in den 70er Jahren in Amerika nochmal neu entdeckt worden, ist ein Pfad, das aus dem Ashtanga-Yoga rauskam und das Charakteristische dabei ist die Dynamik. Das bedeutet, wir haben relativ kurze Haltedauern. Und dafür ist das Ganze ein bisschen dynamischer, das heißt schnellere Wechsel zwischen den einzelnen Asanas bzw. Übungen. Okay? Das Wort Vinyasa ist altindisch und bedeutet die Atmung. Und das ist eben auch speziell bei diesem Vinyasa-Yoga-Stil, dass wir die Bewegung auch mit der Atmung zusammen verbinden. Okay? Gut, viel mehr braucht man eigentlich gar nicht zu wissen. Wir starten einmal vom Boden aus. Ihr braucht im Prinzip heute nur eine Matte, beziehungsweise ihr könnt es auch an einem sauberen Boden machen. Okay, wir gehen einmal eine Etage tiefer. Kommen hier jetzt in den Fersensitz. Ich richte mich einmal zu euch aus. Und zwar greift einmal mit euren Fingern ineinander und beginnt einmal eure Handgelenke nach vorne zu drehen. Gerade auf den Handgelenken ist bei den ganzen Stützvariationen auch viel Druck, deswegen müssen die gut aufgewärmt sein. Nehmt die Hände jetzt nochmal auseinander, ballt sie zur Faust und dreht nochmal. Nochmal Seitenwechsel in die andere Richtung. Bringt jetzt auch euer Schultergelenk in Bewegung, indem ihr eure Arme vor eurem Körper auseinander und wieder zusammenschwingt. Okay. Dann wollen wir einmal starten, indem wir unsere Wirbelsäule mobilisieren. Unsere Wirbelsäule hat 6 Grundbewegungen, die sie ausführen kann. Kann nach vorne beugen, nach hinten beugen, zur Seite, links und rechts und auch rotieren zur linken und rechten Seite. Und bei diesen Grundbewegungen kann man auch ganz gut schon mal das Vinyasa-Yoga-System verstehen, bei dem man eben die Bewegung mit der Atmung kombiniert. Wir gehen jetzt erstmal in die Rotation. Wir starten mit der rechten Seite. Wir atmen nochmal tief ein, greifen jetzt mit der linken Hand aufs rechte Knie, rechter Arm greift zurück und atmen aus. Atmen ein, kommen wieder zurück, wechseln die Seiten, atmen aus. Haltet euch am Boden bzw. am Knie fest und dreht euch ein bisschen weiter in die Rotation. Einatmen und ausatmen. Einatmen zur Mitte, ausatmen zur Seite. Nehmt auch gerne den Kopf mit, dass die ganze Wirbelsäule bis nach oben zum Hals in Bewegung kommt. Ein in die Mitte, aus zur Seite. Jede Seite noch 2-mal. Noch einmal. Linke Seite. Und wir kommen wieder zur Mitte. Wir gehen jetzt in die nächste Grundbewegung, das ist die Seitbeuge. Wir strecken dazu einmal den linken Arm weit nach oben aus. Der rechte Arm setzt ca. 30 cm von unserem rechten Bein entfernt an die Seite. Wir atmen tief ein, ausatmen, kommen weit zur Seite rüber. Beugen den rechten Ellenbogen. Einatmen zur Mitte, ausatmen zur anderen Seite. Atmet ein und aus.
Lasst beide Sitzbeinhöcker auf euren Fersen. Atmet ein und aus. Versucht ein bisschen weiter reinzugehen. Jede Seite noch zweimal. Noch einmal. Und wir kommen wieder zur Mitte zurück. Okay, ich drehe mich gerade einmal. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Von hier aus mobilisieren wir die Wirbelsäule jetzt in die Beugung und Streckung der Wirbelsäule. Die Beugung der Wirbelsäule sieht wie folgt aus. Das ist im Prinzip einfach ein Katzenbuckel. Das heißt, wir ziehen die Nase weit zur Brust. Mit dem Einatmen kommen wir wiederum in die Kuhposition. Schauen nach oben, bringen die Wirbelsäule ganz in die Streckung. Ausatmen und einatmen nach oben. Nehmt auch hier den Kopf mit. Gefühltes Hohlkreuz und ausatmen Katzenbuckel. Noch dreimal. Noch ein letztes Mal. Okay. Wir befinden uns weiterhin im Vierfüßlerstand. Achtet hier nochmal darauf, dass die Finger wirklich schön weit aufgefächert sind. Die Mittelfinger zeigen geradeaus nach vorne. Die Hände sind schulterbreit. Wir stellen einmal die Zehenspitzen auf, die Ellbogen sind ganz gestreckt. Wir heben jetzt einmal die Knie vom Boden an und schieben uns in den sogenannten herabschauenden Hund. Das bedeutet, wir schieben den Hintern weit nach hinten oben in Richtung Decke. Diese Position wird noch ganz oft heute vorkommen. Deswegen muss die wirklich auch gut ausgeführt werden. Lass die Arme ganz gestreckt, kippt das Becken weit nach vorne, schiebt das Steißbein in Richtung Decke. Wenn ihr merkt, euer Rücken wird jetzt ganz rund, dann beugt etwas die Beine, dann habt ihr ein bisschen mehr Flexibilität in eurer Hüfte. Okay, wir bleiben genau so und strecken jetzt einmal das rechte Bein gestreckt nach oben aus. Wir beugen das rechte Bein. Und ziehen jetzt das rechte Knie weit nach vorne. Machen einen ganz großen Ausfallschritt. Wir stützen uns auf den Fingerspitzen nur ab. Das heißt, das Hauptgewicht ist jetzt auf dem rechten Bein. Achtet darauf, dass der Ausfallschritt schön ausgerichtet ist. Das heißt, das Knie ist genau oberhalb eurer Ferse. Und das linke Bein ist ganz ausgestreckt. Die linke Ferse schaut nach hinten in Richtung Boden. Okay. Kommt jetzt mit eurer rechten Hand auf das Knie, richtet euch nach oben auf. Okay, wenn ihr jetzt hier gut steht, verbinden wir auch hier eine Bewegung wieder mit der Atmung. Mit dem nächsten Einatmen schwingen wir die Arme weit nach oben. Ausatmen, wir kommen tief, nehmen den Oberkörper mit, schwingen nach unten durch. Einatmen nach oben. Ausatmen nach unten. Einatmen nach oben. Und wieder zurück. Noch fünf. Noch drei. Und der letzte Schwung. Okay, kommt mit den Händen an die Hüfte, bleibt stabil stehen. Mit dem nächsten Einatmen senken wir das Knie bis kurz vom Boden ab. Ausatmen, kommen wieder nach oben. Einatmen nach unten, ausatmen nach oben. Nach unten und wieder hoch. Noch drei. Okay, senkt das Knie nach unten ab. Platziert jetzt die linke Hand neben dem rechten Fuß
und streckt einmal den rechten Arm nach oben aus. Wir halten das Ganze statisch. Beide Arme sind ganz in der Streckung. Schaut nach oben in Richtung rechte Hand. Okay, wir kommen mit dem Arm wieder nach unten, setzen beide Hände wieder schulterbreit. Knie an, rechter Fuß zieht raus und wir schieben uns zurück, erneut in den herabschauenden Hund. Wir walken jetzt hier abwechselnd mit der linken und rechten Ferse in Richtung Boden. Okay, löst die Bewegung wieder auf. Schwingt jetzt einmal den linken Bein weit nach oben, beugt das linke Bein und kommt mit dem linken Fuß weit nach vorne. Richtet euren Ausfallschritt wieder schön aus. Linkes Knie ist genau oberhalb von der linken Ferse. Wir sind auf den Fingerspitzen, Hauptgewicht auf den Beinen. Rechtes Bein ist geradeaus nach hinten gestreckt. Die Ferse schiebt in Richtung Boden. Wir richten uns nach oben auf. Von hier aus beginnen wir die dynamische Bewegung. Einatmen nach oben schwingen, ausatmen nach unten durch. Einatmen nach oben und ausatmen nach unten. Wir schwingen in die sogenannte Kriegerposition und wieder nach unten. Das letzte Mal. Wir schwingen nach unten durch, kommen wieder in die neutrale Position, kommen mit den Händen an die Hüfte und wir senken das rechte Bein nach unten ab und kommen wieder nach oben. Nur bis kurz vorm Boden, nicht schummeln. Drei. Okay, wir senken das rechte Bein bis am Boden ab, kommen jetzt mit der rechten Hand genau neben unseren linken Fuß, wir schwingen den linken Arm nach oben, schauen ihm hinterher. Lass die Finger weit aufgefächert, beide Ellbogen ganz gestreckt. Sehr gut. Okay, linker Arm kommt wieder nach unten. Wir stützen uns mit beiden Händen schulterbreit ab. Wir heben das rechte Bein an und schwingen mit dem linken Bein zurück. Wir kommen erneut in den herabschauenden Hund. Nehmt hier 5 tiefe Atemzüge. Kippt das Becken weit nach vorne, macht einen richtig schönen langen Rücken. Schiebt das Brustbein in Richtung Boden und schiebt die Fersen hinten Richtung Boden. Wie gesagt, hier die Modifikation. Gerne leicht die Knie beugen, indem ihr genau die Knie in die Beugung bringt und dadurch das Becken nach vorne kippt. Alright, schaut nach vorne zu den Händen. Steigt mit 2 großen Schritten dahinter. Die Füße sind hüftbreit auseinander. Lasst euch in der ganzen Vorbeuge nach unten hängen. Okay, wir kommen jetzt dynamisch von der ganzen Vorbeuge in die halbe Vorbeuge. Die halbe Vorbeuge, da macht ihr den Rücken richtig schön lang, richtet euch Stück für Stück, Wirbel für Wirbel auf und macht den Rücken richtig 1A lang, okay? Arme einfach nach unten hängen lassen. Atmen nochmal tief ein und aus nach unten. Ein nach oben und aus nach unten. Schaut oben in Richtung Boden mit den Augen. Und schaut dann zwischen den Beinen nach hinten durch. Auch hier dürft ihr gerne die Knie leicht gebeugt haben.
Dann ist auch gar nicht wichtig, dass die Hände jetzt weit in Richtung Boden kommen. Geht so weit, wie es für euch gut geht. Noch zweimal. Beim letzten Mal richten wir uns jetzt ganz in den Stand nach oben auf. Okay. Mir ist warm geworden. Ich hoffe euch auch. Jetzt legen wir los mit den Sonnengrüßen. Okay, die Sonnengrüße sind genau 10 Positionen, die wir auch wieder mit der Ein- und Ausatmung miteinander verbinden. Dabei sind es eigentlich nur 5 Positionen, weil von dem herabschauenden Hund, was genau die Mitte darstellt, geht es exakt wieder hier so zurück. Okay? Wir wollen einmal den Sonnengruß zusammen durchmachen, auch mit ein bisschen längerer Haltedauer, damit wir das schön ausrichten können. Einige Positionen davon habt ihr aber jetzt schon gemacht, werdet ihr gleich wiedererkennen. Und dann später lassen wir das Ganze mit der Atmung zusammen ein bisschen mehr flowen. Okay? Wir stellen uns einmal an den Anfang der Matte, stehen hüftbreit mit den Füßen auseinander. Okay. Wir kommen mit den Händen vor die Brust in eine Gebetshaltung. Die erste Position ist der sogenannte Berg. Hier schwingen wir die Arme weit nach oben, schieben die Hüfte leicht nach vorne, kommen in eine leichte Rückbeuge. Okay? Zweite Position, wir kommen in die ganze Vorbeuge. Habt ihr gerade eben schon gemacht. Ganz easy. Die dritte Position, ihr richtet euren Rücken auf in die halbe Vorbeuge. Auch eben gerade schon gemacht. Als nächstes beugt ihr die Knie so weit, dass ihr eure Hände wirklich richtig schön weit aufgefächert in schulterbreitem Abstand auf den Boden stellen könnt. Von hier aus steigt ihr mit beiden Füßen zurück. Ihr seid in der Plank Position. Okay, lasst euch jetzt über eine negative Liegestütze nach unten ab. Okay. Von hier aus kommen wir einmal in die Cobra, indem wir die Brust anheben und leicht mit den Händen in den Boden schieben. Wir kommen wieder runter, schieben den Hintern nach hinten, strecken die Arme, heben die Knie an und schieben uns in den herabschauenden Hund. Hier ist jetzt wie gesagt die Pause, das heißt wir nehmen 5 tiefe Atemzüge. Aktive Pause hier, richtet euch nochmal richtig schön weit aus. Ihr könnt, wenn ihr irgendwie auseinanderrutscht oder so, auch nochmal die Füße und Hände in die richtige Position bringen. Euer Blickpunkt sollten hierbei die Zehenspitzen sein. Lasst den Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule und kippt das Becken weit nach vorne. Okay, wir schauen jetzt nach vorne zu den Händen, steigen dort mit 2 großen Schritten hin. Als nächstes richten wir unseren Rücken wieder weit auf, kommen in die halbe Vorbeuge. Wir lassen uns wieder nach unten ab in die ganze Vorbeuge. Von hier aus schwingen wir die Arme wieder weit nach oben in den Berg und kommen mit den Händen vor die Brust. Klar soweit? Dann verbinden wir das Ganze jetzt dynamisch mit der Ein- und Ausatmung. Wir stehen hüftbreit, Hände sind vor der Brust und wir starten mit dem ersten richtigen Sonnengruß. Mit dem nächsten Einatmen schwingt die Arme weit nach oben. Ausatmen, Hände tief. Ganze Vorbeuge. Einatmen, macht den Rücken richtig schön lang, halbe Vorbeuge. Ausatmen, kommt mit den Händen in Richtung Boden. Einatmen, wir steigen zurück mit den Füßen, lassen uns mit dem Ausatmen nach unten ab. Einatmen, die Brust hebt an. Und ausatmen, wir schieben uns weit zurück, herabschauender Hund. Nehmt hier 5 tiefe Atemzüge. Mit jedem Ausatmen kippt das Becken nochmal weiter nach vorne, schiebt euch richtig schön in die Position rein. Noch 3-mal tief durchatmen. Mit dem nächsten Einatmen schaut nach vorne. Ausatmen, steigt nach vorne. Einatmen, macht einen langen Rücken, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganz Vorbeuge. Einatmen, schwingt weit nach oben in den Berg. Ausatmen, Hände vor die Brust. Einatmen, wieder in den Berg. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Hände gehen an den Boden.
Einatmen, wir steigen weit zurück. Ausatmen, lasst euch nach unten ab. Einatmen, Brust hebt an. Ausatmen, schiebt euch weit zurück in den herabschauenden Hund. 5 tiefe Atemzüge hier wieder. Mit jedem Mal, wo wir hier reingehen, kommen wir ein bisschen tiefer in die Position. Nehmt noch 2 tiefe Atemzüge. Einatmen, schaut nach vorne und ausatmen, steigt mit beiden Füßen nach vorne. Nächstes Mal einatmen, macht den Rücken schön lang, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme weit über den Kopf. Und ausatmen, Hände vor die Brust. Wir haben 2 Stück, wir machen noch 3. Einatmen, Arme weit nach oben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, langer Rücken, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Hände an den Boden. Wir steigen zurück. Lassen uns mit dem Ausatmen nach unten ab. Einatmen, Brust hebt an. Und ausatmen, schiebt euch weit zurück. Herabschauender Hund. 5 tiefe Atemzüge hier. Noch 3. Nächstes Mal einatmen, schaut nach vorne. Ausatmen, steigt nach vorne. Einatmen, langer Rücken, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme weit über den Kopf. Und ausatmen, Hände vor die Brust. Noch 2. Arme weit nach oben. Und ganzer Oberkörper nach unten. Einatmen, langer Rücken. Und die Hände gehen an den Boden. Steigt zurück. Lasst euch nach unten ab. Hebt die Brust an. Und schiebt euch weit zurück. Bleibt für 5 tiefe Atemzüge hier. Schaut nach vorne zu den Händen. Steigt dort nach vorne. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Und Hände vor die Brust. Einatmen nach oben. Ausatmen nach unten. Langer Rücken einatmen. Ausatmen, Hände Richtung Boden. Steigt zurück. Lasst euch nach unten ab. Einatmen, Brust hebt an. Ausatmen, wir schieben uns weit zurück. Schaut nach vorne zu den Händen, steigt mit 2 großen Schritten hin. Einatmen, langer Rücken, ausatmen, tief nach unten. Arme kommen weit nach oben und Hände wieder vor die Brust. Okay, sehr gut. Wir stehen hüftbreit. Von hier aus will ich mit euch noch eine kleine Balanceübung machen. Und zwar schieben wir jetzt von hier aus einmal das Körpergewicht rüber auf den rechten Fuß. Wir heben den linken Fuß leicht vom Boden an. Kommt gerne mit den Händen an eure Hüfte. Zieht jetzt euer linkes Knie nach oben. Okay. Von hier aus wollen wir jetzt dynamisch in die Standwaage gehen. Und zwar gibt es hier verschiedene Modifikationen, einfach wie weit ihr dort reingeht. Ihr könnt auch erstmal nur das Bein in die Streckung nach unten bringen und ein kleines bisschen nach vorne lehnen. Kommt einatmen mit dem Knie wieder nach oben. Ausatmen könnt ihr auch gerne wieder ein bisschen weiter gehen, wenn ihr jetzt gut gestanden seid. Lasst dabei beide Knie in der Streckung, wenn ihr in der Standwaage seid. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen weiter gehen. Noch 3.
nach oben einatmen und gestrecktes Bein nach hinten ausatmen. Das letzte Mal. Wir bleiben jetzt in der Standwaage. Jeder so weit, wie es geht. Strecken noch einmal die Arme nach vorne aus. Handflächen zeigen zueinander. Hier aus richten wir uns nach oben auf. Stellen beide Füße wieder auf den Boden. Okay, wir kommen zur anderen Seite. Wir schieben das Körpergewicht rüber auf den linken Fuß. Heben den rechten Fuß leicht vom Boden an. Wir ziehen einmal das rechte Knie nach oben. Kommen mit den Händen an die Hüfte. Atmen nochmal tief ein. Wir schwingen in die erste Standwaage auf der anderen Seite. Erstmal nur ganz leicht rein. Kommt ein bisschen weiter. Lasst euer Standbein, das linke, ganz durchgestreckt. Wir machen noch drei Stück. Vielleicht noch ein bisschen weiter reingehen. Wir kommen in den letzten. Wir halten dort wieder statisch. Wir nehmen die Hände weg von der Hüfte, strecken sie nach vorne aus. Handflächen zeigen zueinander. Wir halten noch 3, 2, 1 und richten uns langsam wieder nach oben auf. Okay, wir gehen nochmal eine Etage tiefer, setzen uns auf den Boden. Okay, wir strecken beide Beine erstmal nach vorne aus. Wir nehmen jetzt einmal den linken Fuß und stellen ihn über das rechte Bein. Okay, haltet euch jetzt mit eurer rechten Hand am linken Knie fest. Zieht euch nochmal richtig schön in die Länge in der Wirbelsäule. Linker Arm greift hinter die linke Pobacke. Bleibt nah mit der Hand an eurem Gesäß. Richtet euch schön lang aus. Zieht jetzt die linke Schulter weit zurück. Und schaut dann auch zusätzlich über die linke Schulter nach hinten. Zieht das linke Knie weit zu euch ran. Zieht zusätzlich die Zehenspitzen vom rechten Fuß zu euch ran. Noch 3 tiefe Atemzüge hier. Okay, kommt langsam wieder zurück. Wir wechseln einmal die beiden Seiten. Linker Fuß wird gestreckt, linkes Knie. Rechter Fuß kommt einmal über das linke Bein rüber. Haltet euch mit der linken Hand am Knie fest. Zieht euch nochmal schön in die Länge. Rechte Hand greift hinter die rechte Pobacke ganz nah ran. Wir strecken unsere Wirbelsäule, ziehen die rechte Schulter weit zurück. Und drehen dann auch hier den Kopf über die rechte Schulter. Zieht die Zehenspitzen vom linken Fuß zu euch ran. Atmet tief durch. Versucht mit jedem Einatmen noch ein bisschen aufrechter zu werden. Ausatmen, ein bisschen weiter in die Rotation zu kommen. Noch 3 tiefe Atemzüge. Okay, kommt langsam wieder zurück, streckt beide Beine nach vorne aus und legt euch dann ganz entspannt einmal in die Rückenlage ab. Okay, zieht jetzt nochmal beide Knie zur Brust ran, kreist mit den Knien über eurem Becken, macht euch ganz locker. In die andere Richtung. Okay. Streckt dann die Beine nach vorne aus. Dürft sie gerne leicht abspreizen, sodass die Zehenspitzen nach außen fallen.
Legt auch die Arme neben den Körper. Schließt jetzt eure Augen. Kommt in eine für euch angenehme Rückenlage. Gerne nochmal die Schulterblätter ein bisschen zusammenziehen. Den Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule lang hinlegen. Und dann atmen tief in euren Bauchraum ein und aus. So, jetzt habt ihr es auch schon geschafft. Ich würde das Ganze jetzt mit einem offenen Ende so beenden. Ich lasse die anderen zwei da hinten jetzt ein bisschen liegen. Ich bedanke mich total fürs Mitmachen. Und checkt auf jeden Fall auch mal noch die nächsten Tage. Da haben wir noch ein paar tolle Workouts für euch. Ich bin auch morgen wieder da mit einem Bodyweight Workout. Und da gibt es auch noch ein Booty Boost von meiner Kollegin. Da bin ich hinten dran mit dabei. Ich wünsche euch noch eine gute Entspannung und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Namaste.